herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, mir freut es mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie ihr schon Thumbnail und am Titel erkannt habt, heute geht es wieder um diese Hacker, Mecker, Checker, Lecker Geschichten, die wir hatten. Ihr habt in den letzten Videos gesehen. Ich habe schon in ein, zwei Videos bewiesen, mäßig, dass ich nicht hacke. Aber dennoch sind mehrere Leute von euch überzeugt, was an meinem Controller hängt und was da abgeht und keine Ahnung. Ich hatte ein bisschen die Schnauze voll und dachte mir, einmal mache ich das jetzt noch. Und zwar habe ich eine Controller-Cam unter meinem Tisch platziert. Das bedeutet, mein Controller wurde abgefilmt. Dann habe ich ein iPhone hier, eine alte iPhone-Kamera benutzt, also ein altes iPhone, habe ich hier platziert, damit man komplett meinen Monitor abfilmt. Auch die anderen Monitore hat man ein bisschen gesehen, weil, damit ihr auch seht, dass ich wirklich auch nur auf den Monitor gucke, weil irgendwie es gibt irgendwelche Hacks, die man auf anderen Monitor, irgendwie auf iPhone, auf Nintendo, keine Ahnung was, Nintendo DS habe ich hier in der Ecke versteckt und dann werden da die Cheats abgebildet und so. Deswegen habe ich wirklich alles hier abgefilmt, was geht, damit ihr euch vom Gegenteil überzeugen könnt. Ich weiß, 90% oder noch mehr von euch denken, wissen, dass ich nicht cheate. So, aber dennoch dient zum Content. Mir ist es egal. Ich mache gerne Videos dazu. Aber ich dachte mir jetzt mit diesem Kamera-Setup hier, das war echt sehr viel und auch für den Stream sehr viel, weil einfach drei Kameras im Stream waren und jetzt im Video werdet ihr es gleich sehen im Gameplay. Ist echt ein bisschen Reizüberflutung. Deswegen auf Dauer wäre das nicht so. Aber ich wollte es euch wieder mal beweisen. Wir haben ein 41 Kills Gameplay gedroppt mit der ISO und der MP7. Wir haben an dem Tag wirklich fast 10 30 plus Kills Gameplays gedroppt. 2, 3, 40 plus Kills Gameplay gedroppt. Das eine seht ihr jetzt, das eine davon. Und ja, ich würde sagen, wir starten ins Gameplay. Lasst unbedingt ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. 58,9% von euch haben noch kein Abo da gelassen. Also ihr guckt meine Videos regelmäßig und habt kein Sub da gelassen. Lasst einfach ein Abonnement da, es ist kostenlos. Ihr supportet mich auf dem Weg zu den 50.000 Abonnenten. Ich küsse eure Herzen. Lasst einen Kommentar da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich würde sagen, wir starten ins Gameplay. Den Loadout gibt es wie immer am Ende. Kuss geht raus. Ich würde sagen, let's go! Man, ich spiele seine Waffenlevel, sag ich mal. Besser als in dem Set und so. Ach du Scheiße. Hast du den bitte den Begriff Jens öfter benutzt, weil neben mir sitzt ein Jens und er findet es nicht so lustig, ich aber schon. Jens City, Bro. Also jeder Gegner, der schlecht ist, den call ich Jens. Weißt du wieso? Weil früher hat man Knossi gesagt. Und dann kam Party irgendwie oder irgendwer kam auf die Idee, ich weiß nicht wer, Jens zu sagen, weil Knossi heißt ja Jens, Knossalla, irgendwie sowas. Deswegen sage ich Jens zu schlechten Gegnern. Jens, Digga. Ich werde es jetzt absichtlich so oft sagen. Ja, verbrenn dich selber, Jens. Hast recht.
Der hatte Bock zu brennen oder so. Er wollte on fire sein. Er hat on fire ein bisschen falsch verstanden. Ich glaube, Sato hat da. Ja, Sato hat mit Knossi angefangen, soweit ich weiß. Ja, das stimmt. Aber irgendwer kam dann auf die Idee, Jens zu sagen. Maybe auch Sato, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Reinhold, danke dir für 8 Monate. Abend der Herr, bist einer der mega sympathischen Streamer, die ich kenne. Auch wenn du das mit den 3 Camps nicht nötig hast, kann ich trotzdem irgendwie nachvollziehen, warum du es machst. Hauptsache, du bleibst du selbst. Kuss geht raus, mein Bruder. Ich danke dir für die netten Worte. Ganz für dich, Bro. Ah, ich kann nicht Dolphin diven. Er duckt sich da.
Was geht's, Sorisch? Wie geht's dir, Bruder? Dankeschön, Kevin. Freue mich zu lesen, Bro. Wirklich, danke dir. Ach du Scheiße, ist er komplett geleckt. Wo ist der kleine Schlingel, Bro? Hallo! Oh, jetzt geplatet, Bro. Ich konnte nicht hoch auf diesen Schwanz stellen, Digga. Muss den wipen, der sweatet zu viel. So, da wären wir auch am Loadout angelangt. Ich spiele die ISO auch so, wie ich sie schon in Season 2 gespielt habe. Es hat sich für mich persönlich nichts geändert. Sie ist ein bisschen schwächer geworden in Season 3. Aber dennoch denke ich, dass die ISO auf jeden Fall die AR-Meter bleiben wird. Deswegen, ich spiele den Fielder T50-Lauf. Tuning sieht so aus.
Habinger, die 20 Mündung Tuning sieht so aus. Das Spiel, den Phase 3 Griff Tuning sieht so aus. 45 Schuss Magazin und SZ Nachlade, die X-Visier Tuning sieht so aus. Und dann spielen wir noch die MP7, die ist auch sehr stark jetzt in der Season 3 noch immer. F-Tech Castle Kompensator Tuning sieht so aus. Dann spielen wir den Agentengriff Tuning sieht so aus. Dann spielen wir LZR 7mW Laser Tuning sieht so aus. Dann spielen wir das 50 Schuss Magazin und den Bell A568 Schaft ohne Tuning. Hier gibt es kein Tuning. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.